Und willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir haben einen neuen Zauber erlernt, Flipendo. Den müssen wir mal ausrüsten und ausprobieren. Flipendo wirft Objekte und Gegner nach oben und hinten. Dank der kurzen Abklingzeit eignet er sich hervorragend zum Jonglieren. Seine Fähigkeit, Objekte auf Anhieb zu kippen, ist nützlich, um Rätsel zu lösen und die Schwächen bestimmter Gegner auszunutzen. Ja, den packen wir uns einfach mal hier hinein und dann testen wir den doch einfach mal. Ich muss schon nachhelfen. Netten Übungspuppe. Ein Naturtalent. Ach jawohl, wunderbar. Das ist doch hervorragend. Naja, wunderbar. Auch wieder so ein Schwebezauber. Sehr schön. Sehr gut. Haben wir getestet, haben wir geübt. Haha. Sehr gut. Das klappt hervorragend. Ja, was haben wir denn da noch zu tun? Danke, liebe Übungspuppe. Wir haben eigentlich genug geübt. Huch. Jetzt war ich ein bisschen zu schnell. Wunderbar, das funktioniert gut. Okay. Also, was haben wir als nächstes? Tja, dann machen wir jetzt Percival Rackhams Prüfung, würde ich sagen. Ich muss mich mit Professor Fig vor dem Turm treffen. Vorher schauen wir aber nochmal ganz kurz in unser Inventar. Da haben wir nichts Neues, okay. Und unsere Sammlung, gut, haben wir auch nichts weiter Neues. Hier eben noch unseren wunderschönen Gewächshausbaum. Genau. Ansonsten, ja, würde ich sagen, nehmen wir uns mal ein Flämmchen. Dieses hier. Und machen weiter mit der Hauptstory. Ha, ich bin so gespannt, wie es weitergeht. Und was wir noch alles erlernen. Ja, total auf Abenteuertour. Flämmchen, es ist gut, dass du uns hier unterstützt. Oh, hier können wir erstmal wieder erkunden. Zweifellos schon lange verlassen. Und ein Rätsel machen. Hallo Eichhörnchen. Hier gibt es, glaube ich, wieder was einzusammeln zum Ersten. Das einmal, jawohl. Und dann hier. Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Na klar. Eulina, mal wieder ein Rätsel. Vorher öffnen wir aber noch unsere Truhe hier. So, und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Was ist hier? Hier ist nichts weiter. So, was könnte diesmal gewünscht sein? Ah, ich vermute wieder eine kleine Hüpfübung. Deine sehen doch so ähnlich aus wie die, über die wir schon mal drüber gehopst sind. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Jawohl. Oh nein, ich muss auch oben bleiben. Oh, verdammt. Okay, noch einmal. Eulina, konzentrier dich. Nicht um. Oh, und wieder runtergefallen. Nein! Ach, schade. Oh, das ist gar nicht so einfach. So. Gilt das dann trotzdem, ja. Oh, und dann da noch.
Und da noch. Oh nein! Oh, jetzt hatten wir es doch fast. Okay, ah, noch. Ups. Und noch einmal. So, also Elina, streng dich an. Aber jetzt. Merlin persönlich stolz. Sehr schön. Ein paar Geschicklichkeitsübungen und Prüfungen sind das ja fast schon. Sehr schön. Haben wir das auch? Dann schauen wir mal, ob es hier noch irgendwas zu entdecken gibt. Lämpchen da hinten, ja, das haben wir ja schon. Okay, dann laufen wir mal weiter. Können wir hier runtergehen, ohne dass wir Großschmerzen erleiden? Ja. Ja, und da würde ich sagen, da... Ah, da ist eine kleine Brücke. Dann gehen wir über die Brücke. Ich wollte jetzt schon erst fliegen. Die sahen auch schon mal besser aus. Aber ich würde sagen, wir laufen hier natürlich. Ja, was von der schönen Welt sehen. Auch jemand spazieren. Oh nein, da vorne sind wieder trötende Narzissen. Ach, die finde ich ja so toll. Ich finde sie einfach so toll. Ein paar Mondsteine mit einsammeln. Oh, da sind ganz viele Mondsteine. Toll. Super. Ach, das ist ja auch wieder schön hier. Schaut mal. Zauberhaft. Ah, ich bin so gespannt, wie es weitergeht. So, was ist denn hier? Forbidden Forest? Hogwarts? Hit a Paw Fort. Okay, und? Bosch. Oh, wo sind wir denn hier? Das schauen wir uns vorher aber noch an. Was ist da? Oh, da ist ein Flämmchen. Da ist ein Flämmchen. Das müssen wir erstmal aktivieren. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Dunbar-Cast-Turm. Okay, das machen wir jetzt, glaube ich, zuerst, oder? Schauen wir da drüben noch. Hier wäre das ja schon. Wir schauen uns das noch kurz an. Oder ist das dieser Turm, wo wir sowieso gleich reingehen? Ja, dann warten wir hier mal. Machen wir mal weiter mit der Hauptstory. Hier drüben. Wir sind nicht allein? Nein. Rangrocks Anhänger. Ich sehe etwa ein Dutzend, aber es könnten mehr sein. Können wir an ihnen vorbei in den Turm apparieren? Schon, aber wir wissen nicht, was in dem Turm ist. Vor allem möchte ich allerdings erfahren, warum sie hier sind. Sie haben ihr Lager weiter vorn aufgeschlagen. Ich schlage vor, wir sehen uns erst einmal ein wenig um. Los geht's. Das ist ja wunderbar. Das stimmt wohl. Hier entlang. Und ich schlage vor, hier den Desillusionierungszauber einzusetzen. Wir sollten uns lieber nicht ankündigen. Hey, stopp, dann muss ich den erstmal in meine... hier reinnehmen. Dann machen wir erstmal den Raum der Wünsche hier weg. Brauchen wir nicht unbedingt. Dann machen wir hier noch die Findo mit hinein. Und... das würde ich ja auch fast gerne noch ändern. Wir machen das da und das hier. Dann ist das ein bisschen gleichmäßiger. Ja, das lassen wir so. Wandeln, das brauchen wir hier eigentlich auch nicht unbedingt. Lassen wir vielleicht noch Wingardium Leviosa mit. Ich weiß, ob wir das nochmal brauchen. So,
So ist vielleicht ganz gut. Oder wir machen das so rum. Rum ist vielleicht noch besser. Gut. Einmal dann gleich unsichtbar machen. Oh. Wenn du einen Gegner unerkannt erreichst, kannst du Petrificus Totalus wirken. Schwache Gegner werden permanent ausgeschaltet, während stärkere erheblich Schaden ernehmen. Okay. Wirken Sie aus Ihrem Versteck. Petrificus Totalus. Kann ich das denn schon? Kann doch Petrificus Totalus noch gar nicht, oder doch? Uso? Akio? Dipindo? Confringo? Difindo? Expelliarmus? Bombarda? Incendio? Okay. Okay. Gut gemacht. Gut, und jetzt? Hier weiter einfach. Alles klar. Hier muss es etwas geben. Renrock hat's gesagt. Hier muss es etwas geben. Renrock hat's gesagt. Könnten wir jetzt ja fast noch unsere Heimlichkeit ein bisschen leveln. Also unsere Talente meine ich natürlich. Hier ist nichts. Hier muss es etwas geben. Renrock hat's gesagt. Aber das läuft ja mal ganz gut. Wir schauen jetzt auch mal ganz kurz auf unsere Aufgabe. Percival Rackhams Prüfung. Es kann kein Zufall sein, dass die Kobolde hier sind. Was wissen Sie über den Turm? Ich muss Beweise finden, die die Anwesenheit der Kobolde erklären. Okay. Sind jetzt zwei. Werden wir wahrscheinlich gegen einen kämpfen müssen, nehme ich mal an. So. Das hat auch schon mal geklappt. Oh. Oh, und meine Ausrüstungsplätze sind auch schon wieder voll. Das ist natürlich ungünstig. Oh, das ist sehr ungünstig. Das heißt, wir müssen zuerst verkaufen. Untersuche die Anwesenheit der Kobolde. Wir müssen zuerst verkaufen. Weiß ich nicht, ob ich einfach nochmal woanders hingehen kann. Derzeit nicht verfügbar. Nein, geht leider gerade nicht. Okay. Gut, wir können aber hier einmal was lesen. Befehle? Direkt von Renrock. Durchsuche. Diesen Befehl nachsuchen Sie etwas, das mit Namen zu tun hat. Welche Namen und warum hier? Durchsuche den Turm und seine Umgebung. Halte die Augen nach allem offen, was mit den Namen zu tun haben könnte. Was du hier findest, könnte der Schlüssel dafür sein, dass die Kobolde endlich ihren rechtmäßigen Platz in der Welt einnehmen. Renrock. Okay. Gut. Schauen wir mal. Ups. Du wirst bluten. Oha. Wie dumm von dir herzukommen. Gut gesucht. Ringo.
bist du hier? Du! Aufhören! Na? Oh, es ist alles. Deine Ausrüstungsplätze sind voll. Ich kann hier nichts einsammeln. Oh nein. Gut, wir gucken mal nach. Wir gucken mal nach. Können wir irgendwas wegschmeißen? Das ist was nicht identifiziertes. Das hier hat nur 60 Wert. Ah, das, die haben wir an. Oh, die haben wir an. Oh, das hier hat ist mehr. Okay, dann können wir die hier mal zerstören. So, legen wir die an. Dann schauen wir mal, was wir hier noch haben. 90 Wert. 90, das haben wir an. 90, okay. Hier noch irgendwas? 60. Ja, das können wir zerstören. Gut, zumindest mal zwei Plätze. Auch nur 60 Wert. Und... Oh, das hat aber mehr Offensive. Ja. Und das hier hat, ist auch nur 60 Galeonen wert. So, das schmeißen wir mal weg. Dann wird aber natürlich wieder unser Aussehen geändert. Ich will meinen Mantel behalten. Der gefällt mir. Den finde ich so toll. Und die Handschuhe. Boah, könnten wir die nehmen? Die würden gut zum Mantel passen. Nehmen wir mal die. Ha? So, dann können wir das hier vielleicht aufsammeln. Ein Renaissance-Hut. Okay, alles klar. Nochmal ein paar Galeonen. Ich suche den Turm. Was steht hier wieder dabei? Es scheint unmöglich, dass die Kobolde über Professor Rackhams Prüfung Bescheid wissen. Aber sie sich... Aber sie sind sich auf jeden Fall der Tatsache bewusst, dass der Turm bedeutend ist. Ich sollte mich im Inneren umsehen. Vermutlich werde ich nach Spuren alter Magie Ausschau halten müssen. Ja? Galeonen. Hier erstmal komplett um. Ich denke nicht, dass die Kobolde von den Prüfungen wissen. Aber sie wissen, dass dieser Ort besonders ist. Ja, nur warum wissen sie das? Das ist ja wiederum die Frage hier. Dieser Zustand ist wohl das Werk der Zeit, nicht der Kobolde. Und der Professor Fick erzählt auch irgendwas. So, der ist da vorne, okay. Ich will aber hier erst noch alles in Ruhe anschauen. Toll. Kriegen wir die Galeonen, die wir gerade weggeschmissen haben, wieder. Als wir einen schönen Gegenstand noch entdecken... Das sieht ja alles interessant aus hier. Incendio. Weiter. Hier im Zelt ist vielleicht noch etwas. Es ist mehr als nur Zufall, dass wir hier auf Renrocks Anhänger gestoßen sind. Lauter Galeonen. Das ist am besten, wenn man sehr viel Galeonen bekommt. Hier ist wieder so ein Stein. Ach ja, hier waren wir schon, genau.
Dann. Ja, können wir, glaube ich. Besser Fick. Ich werde noch einmal. Helio wirken. Irgendwas übersehen. Oh, vielleicht haben wir da oben noch was übersehen. Hm, nö, anscheinend nicht. Der bestimmt angezeigt. Ja, da wird nichts angezeigt dort oben. Das dürfte der Eingang sein. Ja. Oh, das Hirschlein will auch hier rein. Befriedigungszauber. Sehr praktisch. Es passt jetzt nicht, aber wenn Sie ihn nicht bald lernen, können wir es im Schloss nachholen. Ja, bitte, den hätte ich gerne endlich. Das wäre ganz toll. Das wäre super, wenn ich den endlich lernen könnte. Oh. Oh, das ist hier auch wieder so urig. Revelio. Hier irgendwas dabei? Ach du meine Güte. Ah, oh, hier ist was zu untersuchen. Da ist jemand ein eifriger Leser. Die meisten dieser Titel sagen mir überhaupt nichts. Hm, vielleicht Professor Fick? Ich frage mich, wer das ist. Mit solchen Gewändern könnte es jeder sein. Ach so, der Typ hier. Mhm. Schaut mal, die Eule, die kennen wir doch. Vortrank ist auch immer gut. Super. Okay, hier ist dann demnach nichts mehr. Okay, dann gehen wir mal hier hoch. Da ist einmal ein kleiner Sack. Schauen wir gleich mal, ob dieser Schal etwas bringt. Nicht sehr viel. Die haben noch zwei Plätze frei. Gut, der hier hat sogar nur 60 Wert und wenige Offensive. Den zerstören wir auch mal. So. Es geht weiter. Ach, Ruinen erkunden ist toll. Erstmal Tee trinken. Schaut mal, wie schön das hier wieder gemacht ist. Oh, da sind auch ganz tolle Bilder an den Wänden. Sehr schöner Turm. Sieht mir nicht sehr verlassen aus. Vor allem nicht, weil hier Besen arbeiten. Diese Besen sind wohl schon seit Jahrhunderten verzaubert. Ich habe noch keinen Zauber gesehen, der so lange hält. Vielleicht arbeiten die ja schon oder gar noch gar nicht so lange oder arbeiten wieder. Galeonen sind immer gut. Ein Bild von einem Mondkalb, das will ich auch haben. Können wir Bücher umstoßen? Juhu! Wir können Bücher umstoßen. Einfach, weil wir es können. Willkommen in Sanbakars Turm. Oha. Ah! Ist das nicht... Percival. Ja, Percival Rackham ist hier. Professor Fig, sind Sie da? Hallo, Professor. Sagten Sie Sanbakars Turm? Ja, Professor Bakar ist ein Hüter, dem Sie noch nicht begegnet sind. Es freut mich, dass ich mit meiner Vermutung richtig lag, dass wir uns bald nach unserer letzten Begegnung wiedersehen. Allerdings vermute ich aufgrund des Lärms, dass Sie es nicht leicht hatten, zu mir zu gelangen. In der Tat, Professor. Vor dem Turm sind wir auf Kobolde gestoßen. Dass Kobolde von meinem Gewölbe wussten, ist beunruhigend genug. Aber wenn Sie auch eine Verbindung zu diesem Turm haben,
könnte die Bedrohung größer sein als gedacht. Ein Grund mehr für uns, weiterzumachen. Unten, nahe des Eingangs, wurde ein Speicher mit alter Magie freigelegt, wie die, die Sie schon gesehen haben. Befehlen Sie ihm, eine Tür zu öffnen. Mehr kann ich leider nicht sagen. Da Professor Fix Sie nicht begleiten kann, sehen er und ich Sie später in der Kartenkammer. Merken Sie sich das Bild. Wir müssen herausfinden, woher Ranrocks Anhänger von einem Turm wussten, der einst einem Hüter gehörte. Im Moment müssen Sie sich jedoch auf Wichtigeres konzentrieren. Auf einen Speicher alter Magie, nicht wahr? Ja, Sir. Dann überlasse ich die Angelegenheit Ihrer stetig wachsenden Kompetenz. Seien Sie vorsichtig. Natürlich, Sir. Wir sehen uns in der Kartenkammer. Noch ein Speicher alter Magie. Unten, nahe des Eingangs. Nicht identifizierten Gegenstand für den Hals gefunden. Ja, und warum bringt der Professor Fick uns jetzt nicht noch das Schlösserknacken bei? Oh. Sehr schade. Revelio. Oh. So, hier oben gibt es anscheinend noch irgendetwas. Und wir müssen aber wohl wieder nach unten. Alles klar. Ein weiteres Rätsel wartet auf uns. Muss irgendwas sein. Hat er gemeint, mit merken Sie sich das Bild. Nee, das geht schon hier hin. Hier. Beginne die Prüfung von Percival Rackham. Dann wollen wir mal herausfinden, was mich bei Professor Rackhams Prüfung erwartet. Also hinein in das Abenteuer. Hat irgendetwas von einem Bild gesagt? Merken Sie sich das Bild. Frage ist nur, welches Bild? Steht ganz viel rum? Hier ist anscheinend nichts weiter. Gerümpel, alte Besen, Fässer. Also die erste Prüfung. Spannend. Ja, in so einem Raum. Das kenne ich. Von Gringotts und aus der verbotenen Abteilung. Ja. Dachte ich auch. Hier sieht es ja aus, als würde Gold aus dem Boden kommen. All so Art Vasen. Nicht die zerstören. Könnte ich. Ich weiß nur nicht, ob das sinnvoll ist. Sollte man hier was zu... Ah, okay, die setzen sich wieder von selbst zusammen. Alles klar. Vielleicht sollte man die auch nicht unbedingt zerstören.
ja viele Statuen und Flammenschalen. So, und jetzt? Einen Besen können wir vermutlich hier nicht benutzen. Nein. War klar. Okay, wir müssen also... Setzt sich alles wieder zusammen. Ich schätze, ich suche nach Spuren alter Magie. Aber wo? Ja, das ist die Frage, Eulina. Genau das ist die Frage. Und vor allem, wie kommen wir hier rüber? Ist die Frage. Revelio. Da müssen wir doch die ganzen Sachen zerstören. Wäre ja schon sehr schade, oder? Setzt sich außerdem alles wieder zusammen. Leviosa. Revelio. Hier ist nichts zu finden. Ich schätze, ich suche nach Spuren alter Magie. Aber wo? Dann vielleicht doch irgendwo in einem dieser Gebilde. Also gut, machen wir sie doch mal kaputt. Nein, das setzt sich alles viel zu schnell wieder zusammen. Oh, allerdings hier? Nein, das ist wahrscheinlich... Das ist wahrscheinlich verbuggt. Hm. Revelio. Was wollte mir... Percival Rackham sagen mit dem Bild. Warum kann ich das hier jetzt? Was ist damit jetzt? Na gut, also ich würde vorschlagen. Hier ist aber auch etwas, was nicht mehr. Hat sich auch nicht repariert. Wir könnten es natürlich noch mit dem Feuer versuchen. Eine Feuerschale. Nein, eher nicht. Na gut. Ja, jetzt ist sowieso erstmal Zeit für eine kleine Unterbrechung, für eine kleine Pause. Und dann können wir uns in der nächsten Folge mit diesem Rätsel hier befassen. Und mal weiter nach Hinweisen suchen, wie wir denn nach da drüben kommen können. Es bleibt also echt spannend. Ich hoffe, und ihr bleibt dabei. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich würde mich sehr freuen. Verabschiede mich jetzt erstmal wieder und sage Tschüss. Ich schätze, ich suche nach Spuren alter Magie.